Den 12 und zum Gruße, liebe Freunde von DSA und des gepflegten Gamings. Herzlich willkommen zurück hier bei Drakensang in Folge 9. Wir haben in der letzten Folge den Bären getötet und ihm wird Talion gegeben, damit er ihn hier schön prachtvoll und für alle Zeiten aufhängen kann. Hat er auch direkt gemacht, wunderbar. Boah, welche Leckereien, ich habe nämlich Kohldampf. Hätte ich auch ein kleines Hügerchen, aber wir haben noch was zu tun. So. Das sind unsere Quests, die wir schon abgeschlossen haben. Wir haben noch die Einladung eines alten Freundes. Gehe zu Nando. Ja, da müssen wir nach Ferdok reisen für. Und wir haben noch die Wolfsplage. Derer müssen wir uns in dieser Folge annehmen. Das bleibt nichts aus. Haben wir noch irgendwas zu quatschen mit den Leuten hier? Seid gegrüßt. Ihr kommt mir wie gerufen. Komm und trinkt einen Humpen Bier mit dem armen Gallo. Ihr könntet mir einen Dienst erweisen. Wie kann er reden, wenn er gerade trinkt? Woran habt ihr denn gedacht? Ich bin reisender Händler und habe irgendwo auf dem Weg von Ferdok ein kleines Päckchen verloren. Es wiegt nicht mehr als ein paar Hühnereier. Ich gebe euch 4 glitzernde Silbertaler, wenn ihr es für mich findet. Was ist denn in dem Päckchen drin? Nun, es handelt sich um etwas Pfeifenkraut. Ihr zahlt für Tabak 4 Silbertaler? Es ist meine Lieblingssorte, ohne die ich keinen Genuss mehr auf Aventurien empfinden werde. Sinoda Goldblatt. Also, der lausige Warunka Knaster schmeckt dagegen, als würde man Kienspäne kauen. Ich glaube euch nicht, Gallo. Was ist wirklich in dem Päckchen? Ach, in Ordnung. Man kann euch halt nichts vormachen. Ich handle mit Delikatessen und in dem Päckchen sind ein paar kandierte Koschamazungen. Das Schmuckstück meines Warensortiments. Euer Wort in Praios Ohr. Ich gebe Gallo, ich habe den Eindruck, ihr wollt mich übervorteilen. In Zukunft werde ich eure Worte auf die Goldwaage legen. Bitte zeigt euch nicht abgeneigt, ich brauche das Päckchen. Einverstanden, ich hole es für euch, das Päckchen für 4 Silbertaler. Man muss machen, eigentlich so 10, ne? Aber. Ach komm, einverstanden. Hand drauf, ihr trefft mich hier in der Taverne, wenn ihr es habt. Natürlich! Die Frage ist halt nur, wo ist es, ne? Auf dem Weg nach Ferdok, hat er gesagt. Warte mal, lass uns mal gerade gucken, weil das ist eine Quest, die habe ich noch nie gelöst. Beim Offline-Spiel habe ich es vergessen, muss ich gestehen, und da steht hier bei misslungen. Das möchte ich diesmal nicht. Ich soll für den Händler Gallo Frantrich ein Päckchen finden, das ihm abhanden gekommen ist. Allerdings habe ich kein gutes Gefühl, was seine Person betrifft. Er scheint mir nicht gerade ehrlich zu sein. Schade, ich würde gerne wissen, wo. Warte mal, kann ich nicht irgendwo... Hat sie denn noch viel Platz? Sie hat noch viel Platz, ne? Ja, die hat noch einen ganzen Beutel frei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und er nicht mehr so, ne? Ne. Habe ich befürchtet. Ich kann diese Messer leider auch nicht stacken, ne? Ne. Aber Messer können wir auch verkaufen. Magst du Messer kaufen? Einfach mal fragen. Willkommen im scharfen Schwert. Dem besten Wirtshaus. Ist gut. Schwart dich nicht müde, Menge Freund. So, pass auf. Das brauchen wir noch. Was brauchen wir denn nicht mehr? Oh, Entschuldigung. Die ganzen Messer brauchen wir nicht mehr. Ein Beil. Brauchen wir auch nicht. Wir haben ja noch einen Skryer. Ist ja auch eine Hebwaffe. Knüppel haben wir auch mehrere. Die Stiefel brauchen wir auch nicht. Jeder hat von uns hat Stiefel an, glaube ich. Da können wir gleich nochmal gucken. Da bin ich mir sonst unsicher. Das kann weg, das Messer kann weg und der Rest, der bleibt gleich. Oh, Räuberemblem, auf jeden Fall. Sehr gut. Das müssen wir gleich nochmal gucken. Du hast auch Schuhe an, ne? Ja. Du auch und ich auch. Ja, dann können wir eigentlich auch die Stiefelchen verkaufen. Das muss ja auch mal sein. Ja, komm, ist gut. Kein großes Palaver hier. So, und du hast auch was Wichtiges, was du loswerden willst? Nee, das glaube ich behalten wir erstmal, weil wir noch was machen wollen. Messer kann weg. Eine Keule, ja. Wofür brauchen wir eine Keule, ganz ehrlich? Und ihm habe ich gar nichts gegeben, ja. Okay. Dann geht's mal weiter. Ich weiß natürlich nicht, wo wir das Päckchen mit Koschamazungen finden. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht mal gerade... Genau, wir gehen jetzt gerade nochmal hier zu Weißfeld, machen wir einen kurzen Abstecher zu Kautzenstein, gucken mal, ob ich mit ihr einen Bogen bauen kann. Was hat sie denn da für einen Wert drauf? Warte mal, wo war das denn hier? Bogenbau, 0, wunderbar. Jo, schon hat sie mehr. So geht's auch. Achso, mal, dann kann ich ihr noch eins... 1, 2 mehr geben, das ist auch gut. Und ihm, was kann er noch dazu bekommen?
Kriegt auf jeden Fall auch noch eins, zwei mehr. 33. Ja. Und Dranor, der hat. Oh, der hat auch viele Punkte. Hör sie meine an hier. Der Dranor, der Dranor. Der hat auch 35, das ist gar nicht so wenig. Vielleicht ein bisschen mehr Mut und Klugheit. Ah, nee, ich kann nur eins geben. Kriegt er etwas Mut. Obwohl, Schaden tut es ihm nicht, ne? So. Salina geht vor. Hulana. Salina war doch die Gauklerkönigin. Bin ich hier richtig? Ja. Gehe ich. Und dann gehen wir nochmal zu Kausenstein. Gucken wir mal, ob es einen Bogen bauen kann. Vielleicht habe ich alles dafür da. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass ein Bogen nämlich uns mehr einbringt, als wenn ich die Sachen einzeln verkaufe. Müsste man eigentlich mal zusammenrechnen. Müsste ich eigentlich mal in Ruhe machen, eigentlich. Ich will nur mal kurz gucken, ob es einen Bogen bauen kann. Ich würde es noch nicht tun. Auf jeden Fall ist Weißfell, hat hier in dem Fall auf jeden Fall oberste Priorität. Hallo, Gardist. So. Da ist schon Weißfell. Da kommt Kautzensteins Amboss. Beziehungsweise die Werkbank. Die wollen wir doch gerade mal nutzen. Können wir die jetzt so nutzen? Ja, alles klar. Benutzen und dann stellen wir uns mal dran. Anleitungen. Oh! Na stimmt, da war ja was. Was habt ihr im Angebot? Ja klar, ich brauche ja noch. Ich brauche ja noch ein Rezept dafür. Anleitung. Ja. Aber hier steht nicht, wie ich einen Bogen baue, ne? Kurzbogen. Ich nehme auf jeden Fall mal alle mit. Das kann ja nicht schaden. Er hat auf jeden Fall das Zeug, was man braucht, um einen Bogen zu bauen. Und er hat auf jeden Fall Pfeile. Ich will mit ihr gar keinen. Achso. Eigentlich gar keinen Fernkampf machen. Benutzen. 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 Schlingenfalle selber bauen. Das ist natürlich auch interessant. Jetzt kann ich es machen. Oh, guck mal, ich kann Schlingenfallen bauen. Das ist auch gut. Das ist natürlich die Frage, was bringt mir eine Schlingenfalle an Wert? Kurzbogen kann ich nicht bauen. Wir haben noch kein Ulmenholz. Okay, aber wir können es. Das heißt, theoretisch, ich weiß, wo wir Ulmenholz herkriegen. Später mal. Dann warten wir damit noch so lange. Okay, Freunde. Dann geht's zu Weißfell. Die ist auch nicht ohne. Aber der Bär, glaube ich, war stärker als Weißfell, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir wollen uns da mal nicht zu sicher sein. Wir dürfen hier keinen Gegner im ganzen Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Drakensang gespielt habe, da war ich ein paar Mal platt. Dann habe ich nur gedacht, habe ich mich so geärgert. Ich dachte, was ist das für ein schweres Spiel? Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht mit Köpfchen dran gegangen, sondern teilweise mit Hau drauf. Und das bringt natürlich gar nichts. So. Man lernt halt aus den Fehlern, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr viel wert, auf jeden Fall. So, da ein paar Wölfchen. Oh, ein paar Wölfchen mehr. Hehe, aber die sind ja nicht so schwer. Trotzdem sollten wir uns danach ein wenig erholen, wenn wir das gemacht haben. Für Rondra. Okay, die anderen Wölfchen bleiben da oben, das ist gut. Ich hatte schon Schiss, dass die und auch auf uns zukommen. Oh, der ist ja wieder. Ich hatte wieder volle Kanne, volle Pulle. Achso, der ist tot. Na komm. Gut, alles klar. Dann noch mal hier die Tierkundeprobe. Wollen wir die auch mal ein bisschen auseinander pflücken? Ihr seht also, dass das wichtig ist, dass man das auch kann. Oh. Danke, Rulana, danke. Dass man das auch kann, damit man dann da mit den Sachen letztendlich dann auch was erzeugen kann. Was man vielleicht auch teurer verkauft, ich weiß es ja nicht. So. Ich mach das schon. Warte mal, wir sind alle. Uns geht's gut, ne? Ja. Da ist der nächste Wolf. Hallo, ihr sollt mitkommen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Hallo? Wollt ihr mich flachsen? Verdammt. So, du kannst nochmal einen Wuchtschlag machen, ne? Oh, der greift mich gerade an, der Wolf.
Ist gar nicht so nett. Also hier sind mehr Wölfe auf dem anderen Gebiet, wo wir eben waren. Da sind halt mehr Wildschweine. Aber die Wildschweine finde ich grundsätzlich, finde ich, die als schwereren Gegner als die Wölfe. Ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Auf jeden Fall haben die auch ein bisschen mehr Schmackes. Nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt noch keinen Tod gestorben. Sind wir noch keines Todes gestorben. Toi, toi, toi. Klopf auf Holz, das soll auch so bleiben. Aber das wird wahrscheinlich auch mal nicht aus... Also, es wird auch mal passieren, dass wir sterben. Davon gehe ich mal aus. So, deswegen auch mal zwischendurch immer mal abspeichern. Ich mache mal gerade so ein bisschen das Mikro höher. So, damit ihr ein bisschen näher mehr versteht, ein bisschen besser versteht. Und ich glaube hier... Der liegt ein bisschen in der Luft. Guck mal hier. Das ist ja witzig. Er ist schon steif. Die Leichenstarre hat schon eingesetzt. So, hier geht's rüber. Zu Weißfell. Ich glaube, ich lasse Rulana vorgehen. Warte mal, da sind noch zwei Wölfe. Glaube ich. Jo, da sind noch zwei Wölfe. Rache ist Blutwurst. Ich wollte auch mal einen blöden Spruch bringen. So, nichts weiter rüber. Sonst haben wir Weißfell auch noch an der Backe. Zusätzlich zu den Wölfen. Lieber die Gegner ziehen und dann nach und nach einzeln platt machen. Als alle auf einmal. Oh, guck mal, der hat aber reingebissen hier. Seht ihr das? Eieieiei, das tut aber weh. Das heißt, wir müssen die schnell platt machen. Dem Wolf mal einen Zahn ziehen. Tja, Wolf. Jetzt bist du alleine. Na komm. Jetzt aber. So. Einmal und zweimal. Was? Wieso du? Ach, egal. Kann auch mal was machen. Gibt nichts. Jo. So. Den hätten wir auch weg. Weil wenn wir die jetzt nicht töten, dann sind die gleich im Gefecht mit Weißfell auch noch dabei. Die ist schon anstrengend genug, sage ich euch. So, und von da wird sie jetzt kommen, Freunde. Gehen wir mal hin. Oh, 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 oh. Ja. Oh, oh. Ich werde jetzt auch versuchen, um Weißfell als erstes zu töten. Weil wenn wir dann sterben, ist nicht ganz so tragisch. So ist sie. Die Kleine. Da oben. Da rushen wir mal durch. Würde ich sagen. Na. Wuchtschlag. Einmal. Und alle erstmal auf Weißfell. Die anderen sind erstmal egal. Wichtig ist, dass wir sie töten. Die hat eine Lebensenergie von 30. Ihm kann ich jetzt gerade nicht sehen. Weil sie ist die Entscheidende. Sie müssen wir töten. Wenn alle anderen tot sind, dann haben wir das Problem gelöst. Los, Rulana, hau drauf. Wow, super. Das war schon ein ordentlicher Schlag. Zwei Wuchtschläge. Oh, kleine Pause. Dieser Hund macht mich fertig. So, weiter geht's. Ich glaube, du solltest dich ein wenig aus dem Kampf rausziehen. Geh mal da hinten rüber. Und wir zwei greifen weiter an. Aber wenn Drano stirbt, ist jetzt auch nicht so tragisch. Also wenn einer stirbt. Wir können die dann wiederbeleben. Aber... Ja, würde ich mal sagen, das war ein Sieg, wa? Liebe Freunde, herzlichen Glückwunsch. Wir haben Weißfell besiegt, tote Weißfell und die dazugehörigen Wölfchen. Hervorragend. Steht uns nichts mehr im Weg, nach Ferdok zu gehen. Aber wir müssen jetzt noch, natürlich klar, wir müssen das Päckchen noch suchen. So. Wolfsfell, das ist alles. Von Weißfell hätte ich eigentlich mehr gedacht, dass sie hat für uns. Naja, gut.
Wollen wir mal nicht so sein, so gierig. So. Schade. So, Questbuch aktualisieren. Finde Koschamazugen. Informiere Jäger Kautzenstein. Alles klar, das machen wir auch sofort. Das können wir ja direkt machen. Überall diese toten Wölfe. Eieiei. Was ist denn hier passiert? Ah, da ist noch was. Ein Gulmont-Blatt. Können wir auch gerade nochmal mitnehmen. Oder auch nicht. Fehlschlag. Können wir nochmal gucken, was sie für Werte hat. Kann ich jetzt eigentlich... Ich kann Pflanzenkunde erhöhen. Maximum 9. Alles klar. Würde mir ja helfen, wenn ich hier die ganzen Sachen mal einsortiere. In der ruhigen Offline-Folge. Hab's ja bereits erwähnt. Bevor wir weiterziehen nach Fertok, möchte ich alles hier abgrasen. Alter! Der Röhrer hat mir die Vorfahrt genommen. Was für ein böser Röhrer. So. Da ist der Jäger. Das ist ein Röhrer. Das ist einfach gerade ein Reh. So. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Ich habe Weißfell erlegt und euch ihr Fell mitgebracht. Hervorragend. Nehmt als Zeichen meines Dankes diese 20 Silbertaler. Gibt es noch was, was ich euch lernen kann? Ja, ich glaube nicht. So, ich muss weiter, Jäger Kautzenstein. Cool, wir haben es geschafft. Wir haben Kauzi, wie wir Freunde ihn nennen dürfen, informiert. Nicht schlecht. Fehlen jetzt noch die Koschamazugen. Da möchte ich mal gucken, wo es die gibt. Also erstmal hier runter, zack, zu Nandor, dann halt gucken. Er hat ja gesagt, auf dem Weg nach Ferdok. Oder auf dem Weg von Ferdok. Aber ich kann ja nicht hier weiter weg. Ich muss ja quasi hier hin. Also deswegen, da führt ja eh kein Weg dran vorbei. Wir müssen erstmal zum Zollhäuschen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich werde auf jeden Fall nicht weitergehen, bevor ich nicht alle Quests hier erledigt habe. Das kann ich euch schon mal sagen. Weil das da dauernd steht misslungen. Und ich mir das jedes Mal angucken muss. Und mir von euch noch anhören muss. Oh, warum hast du das nicht geholt? Das passiert nicht. Hoffentlich. Es wäre doch gelacht, wenn wir so ein Päckchen nicht finden würden. Wenn so groß wie ein Hühnerei, das ist ja nur so. Kommt drauf an, ne? Ob M, L oder XL, ob Bio-Eier, ob... aber ihr wisst, was ich meine. So. Lalalala. Schön, haben wir das auch geschafft, ey. Ich freue mich. Dann haben wir Arvestreu, lassen wir bald hinter uns und ja, ziehen dann weiter zur großen Stadt. Und dann müssen wir diese kleine Idylle hinter uns lassen. Die auch ihre Probleme hatte, muss man gestehen. Ne? Es ist ja nicht so, dass das hier alles easy peasy für die war. So, da sind wir. Okay, bevor wir jetzt drüber gehen, einmal nochmal kurz speichern. Ich schreibe mal Zungen. Zungen. Damit wir wissen, was wir noch holen müssen. Weil das ist das Einzige, was fehlt. Autosave. Auch schön. Fürstentum Kosch. Möchtest du Arvestreu endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkommen. Also. Ja. Arvestreu. Ferdok Praios Platz. Die Frage ist, ich glaube, ich kann jetzt hier hingehen. Unvorhergesehenes hält dich von der Weiterreise ab. Fliehen oder kämpfen. Du versuchst das Problem zu umgehen. Machen wir mal. Wir kommen nämlich jetzt auf so einen Zwischenplatz. Das haben sie auch aus der Nordrand-Trilogie ein wenig entnommen. Reiseereignisse. Reisen durch das Fürstentum Kosch sind ereignisreich. Ab und an kommt es zu Begegnungen, die du über deinen Helden auf dem Weg findest. Wenn die Reise unterbrochen ist, musst du dich dem Ding stellen. Am Ende durchschlagen. Okay, alles klar. Ich muss mich jetzt hier durchschlagen. Ich weiß halt nicht genau, was uns hier erwartet. Aber hier müsste auch das letztendlich sein. Ich schreibe mal Reise. Oh, ein Wölfskin. Da hinten ist ein Wölfchen. Das hat uns aufgehalten. Das ist ja witzig. Naja, dann. Ist das ein starkes Wölfchen? Nö, 23. Nicht stärker als der dann auch. Na egal. Kämpfen wir einfach mal gegen... Achso,
Gott sei Dank, da müssen noch mehr Wölfe kommen. Zum Angriff. Sind wir hartnäckiger? Na komm. So, Nummer 1, dann hier, weiter geht's auf den hier. Mit vereinten Kräften, würde ich sagen. Er ist mal getroffen worden, leicht getroffen worden. Ist noch alles okay. Warte mal, er könnte auf jeden Fall mal eine Meisterparade machen, falls er angegriffen wird. Das dürfte ja auch nicht schaden. So, das Wölfchen haben wir auch und das dritte Wölfchen. Sollte auch noch funktionieren. Aber ich weiß noch nicht, wo wir die Kosch-Amazonen finden. Na komm. So, wunderbar. 1, 2 und 3. Vielleicht hat ein Wolf die gefressen, das weiß ich nicht. Und wir würden sie jetzt finden. Wolfsfell? Nee, das war es schon mal nicht. Aber das müsste ja eigentlich hier auf der... Achso, auf der Zwischenreise müsste das ja eigentlich irgendwo sein. Also bevor wir in Ferdok landen, möchte ich das noch haben. Wir werden es kriegen. Wir gehen mal ein bisschen ab hier. Ich weiß ja nicht, was hier noch auf dem Zwischenweg auf uns wartet. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ein paar Gulmondblätter, wie mir scheint. Da ist noch eine Einbeere. Da wuchs noch etwas Wirselkraut. Oder wächst. Weil er sprach davon auf dem Weg nach Ferdok. Aber der ist ja auch gar nicht hingekommen. Oder er hätte ja gar nicht weiterkommen können. Vielleicht ist er vorher da hingekommen. Ich weiß das auch nicht. Was ich weiß, ich speichere nochmal. Was ist da? Da ist nichts. Was ist das? Da ist ein Baum, der... Ach, hier ist eine Truhe. Ja, Wunderbärchen, mach da mal auf. Einfache Wagen und Schlingenfalle, das schreit doch für den unseren kleinen Streuner zu sein. Für unseren Dieb. Ich kann nicht auf der Karte gesehen. Auf der Karte, auf der Map. Na dann, das sind 4 Stück, ne? Scheiße. Entschuldigung für meine Fäkalsprache jetzt in dem Moment, aber ich habe es nicht bedacht. Würdet ihr auch mal alle angreifen gerade? Mist. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Er macht auf jeden Fall noch mal eine Meisterparade. Nein. Mann, das wollte ich machen. So. Und alle anderen hier drauf. Bin ich jetzt in eine Falle gelaufen? Ich weiß es nicht. Aber es scheint mir doch gut zu gehen. Ich muss sie nur im Auge behalten, dass die Lebensenergie nicht so weit sinkt. Oh, jetzt klappt es gerade doch besser, als ich dachte. Aber er ist natürlich... Achso, hat eine Meisterparade drauf, alles klar. Ja komm, einmal noch. Yes, sehr gut. So, einmal abfrühstücken das Ganze. Tja, wo sind die Kosch-Amazonen? Wo könnten die sein? Ich habe jetzt gedacht, in der Truhe werden die. Würden die einfach liegen? Aber es muss ja hier auf dem Weg irgendwo sein. Das heißt, wir müssen einfach mal die Gegend ein bisschen ablaufen. Und gucken, ob ich recht behalte. Also ein Wolf hat sie definitiv nicht gefressen. Freunde, das war ein bisschen tricky. Ich muss ein bisschen auch zusätzlich auf die Karte achten. Da geht es am Kosch, da wollen wir ja noch nicht hin. Hier sind auch so dicke Pilze überall. Ja, da geht es nach Kosch. Da gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt hin. Ich hoffe, Rulana erholt sich jetzt gleich mal ein bisschen. Gulmond, Blatt.
Werden wir auch noch pflücken. Ich mach das schon. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, wo könnte es sein? Wo könnte es sein? Halt mal die Augen und Ohren auch auf. Achso, das ist ein Reh. Dieser Hund. Weiß ich gleich mal abrupt. Ach, guck mal hier. Noch eine Truhe. 20 Pfeile. Hat sich auch gelohnt, hier lang zu laufen. Aber das war noch nicht das, was wir gesucht haben. Kann sein, dass ich gleich abrupt mal raus muss. Kündige es jetzt schon mal an. Sag ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs dabei sein. Na, ist natürlich nicht auf der Karte eingezeichnet, ne? Kann auch sein, dass es irgendwie wirklich nicht eingezeichnet ist. Ich meine, so eine Truhe ist natürlich auch nicht eingezeichnet. Und vielleicht wollte er es auch nur verstecken, derjenige, der es verloren hat. Da ist noch ein Würsel. Oh, Entschuldigung, ich komme mir mal ins Mikro. Da ist noch ein Würselkraut, das nehmen wir noch mit. Oder auch nicht. Mann! Wo ist? Koscheimerzungen. Ach, dann nicht. Dann nicht. So, haben wir jetzt alles aufgedeckt hier? Tatsache. Da geht's auch zurück nach Avestreu. Da waren wir auch gerade drauf, oder? Wir sind auch gerade hier über den kleinen Hügel gegangen. Da ist auch nichts verloren gegangen, leider. Ah, hier haben wir noch Einbeere, die können wir noch versuchen zu pflücken. Ich sage immer so euphorisch, die nehmen wir mit. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Da ging gerade mein Smartphone. Oh, die paar Wölfchen, die hier waren, die haben uns aufgehalten, das war alles. Mysteriös. Und da geht's zurück. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo er es verloren hat, hätte. Vielleicht hier unten? Ja, auf die andere Seite kommen wir ja gar nicht. Hat es hier ins Gebüsch geworfen? Auch nicht. Also irgendwas muss ihn ja auch irgendwo angegriffen, schockiert haben, wie auch immer. Sonst hätte der Händler ja das auch mitgebracht. Na, ich kann es nochmal ablaufen, aber es bringt nichts. Rüber komme ich auch nicht. Nö, wir haben alles abgesucht. Da würde ich sagen, gehe ich nochmal nach Avestreu. Vielleicht war es die andere Seite, das kann ja auch sein. Jo. Ansonsten haben wir alles abgesucht. Falls ihr natürlich noch irgendeine Truhe gesehen habt, die ich nicht gesehen habe, dann gerne in die Kommentare und gerne auch mit Zeitstempel. Damit ich weiß, wo ich suchen muss. Reise fortsetzen. Nein! Nein! Ich will nicht nach Kosch. Freunde. Das brechen wir an dieser Stelle ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Wir treffen uns in der nächsten Folge in Avestreu wieder. Ciao.